Okay. Kommt da gleich wieder jemand raus, ja? Na? Stelle fest nicht, okay. So, dann schauen wir mal hier oben. Na, komm her. Komm, bist du? Komm her. Du kannst dich natürlich auch erstmal noch runterrösten lassen. Hehehehe. Ja, komm her. Kommt her. Schön, wie er durchkrabbeln könnte. So, das müsste dann gewesen sein. Ja, ich gucke ja gleich. So, und wo ist das Teil jetzt? Da drüben. So, dann schauen wir mal. Da lang? Okay. Viel Spaß beim Suchen, mein Kleiner. Sir, wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie aufhören, mich zu treten. Das wäre nö. Überaus nett. Gleich weiter treten, knallt los. Mittlerweile bin ich eigentlich so lieb zu dem. Ah, siehst du, eigentlich habe ich da noch was mitgebaut. Naja. Dann viel Spaß beim Polizeiverständigen, du kleine Nuss. Eine Upgrade-Platine. Was haben wir denn? Einmal nachladen, einmal Feuerrate. Na, wunderprächtig. Munition. Was haben wir hier? Könnte nochmal Munitionsclip. Drehmanschetten-Montul. Okay. Naja, auch Kleinvieh macht Mist. Oder so in der Art. So, und jetzt muss ich hier runter. Da brutzelt es schon wieder. Ist ja wunderprächtig. Das heißt, dass ja bestimmt gleich wieder irgendwas kommt. Und nun? Haha! Alter, du hast so dermaßen verloren. Aber sowas von. Na, wo bist denn du? Hallo? Och, hör auf, dich an meine Beine zu fangen. Was sagt ihr das? Na toll. So, ist geplatzt, oder wie? Aha. Na komm, da wird doch gleich irgendwo einer durchkommen, oder? Ich höre schon wieder was. Ne? Doch nicht? Hier hat, ist doch bestimmt wieder irgendwas. Ich würde die Musik hören, das heißt nichts Gutes. So, dann wollen wir erst mal das Zeug holen. Schauen, was wir so drin haben. Na, oh, schon wieder eine Bombe verlegt, das Teil. Das wird ja wieder heißen, dass ich jetzt gleich wieder gegen einen Haufen nervigen Monstern kämpfen darf. Okay, da gehe ich dahin. Ich denke mal, das wird mal wieder die Auslösertür sein. So. Da haben wir noch ein paar Schränke, die wir durchsuchen können. Schön. Altmetall. Haben wir hier noch irgendwas? Nö.
Oh, was haben wir jetzt gefunden? Ein Artefakt wieder entdeckt. Ne, ist doch schön. Gut, dann wollen wir mal. Auf in den Kampf. So, und dann stellen wir uns da oben dann mal hin. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ja, ja. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen. Ja, das ist ja auch noch was. Tut mir leid, aber ich will nicht sterben. Und ja, du mich auch. Computer. Also doch hier in der Mitte. Sprengstoff scharf machen. Wo hier unten hin? Und zünden. So, jetzt geht das wieder los. So, wo kommt ihr alle her? Kommt. Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Erledigt. Erledigt. Unten kommt auch noch einer. Oben kommt einer. Hä? Ne, da liegt noch ein Stück Teil. Da kommt einer. Komm zu Papa, komm. Ekelhaftest. Vieh. Und nicht die schon wieder. So, du bist mir mal schön in die Schrotflinte gerannt. Das gefällt mir. So, mal schnell nachladen hier. Hier los. Ah ja, da war ich wieder so schnelles Vieh. Ah, dann geht sie. Na, Hauptsache schon wieder diese scheiß Country-Musik. Ja, was ist denn das für ein Freak? So, damit hätten wir das auch geschafft. Na? Ja, damit haben wir alle Blatt gewalzt. So, zum Glück hört das auch wieder auf. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Ja, ja, du mich auch so. Aber wo ist denn jetzt hier dieses Ausschaltding? Ah, da haben wir was. Was muss ich überhaupt jetzt machen? Hm? Gleich leuchtet. Ah, gut. So müsste ich das theoretisch so drehen. Ne, das passt nicht. Muss man das Kontamination. Ja. Quarantäneabregelung aktiviert. So rum. So rum. So rum und dann noch das eine müssten wir jetzt so umdrehen. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne. Tolle Überbrückung. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Schatzkeks. Bitte melden Sie das Ihrem vorgesetzten Offizier, als ob ich ihn hätte, du Held. So. Ah, wieder Vorstuhl. Und quatscht wieder irgendwas mit mir? Nö. Ein Lüfter. Aha. So, wo bin ich jetzt hier gelandet? Da hinten blinkt etwas. Haben wir hier ein Textlog wieder mal. Was habe Albträume wegen Deals, fühle mich innerlich tot, aber ich atme noch. Können Sie da was machen? Nein, der einzige Weg, die Falle zu deaktivieren, ist irgendwie den Generator zu zerpflücken. Es dreht sich zu schnell. Ich kann nicht sehen, was abgeht. Können Sie ihn ausbremsen? Ich versuch's. So, ausbremsen. Das heißt wieder. Das Stasi-Gedöns nimm. Das Stasi-Gedöns. Haha. Stasi-Gedöns. Gut.
Dann brauchen wir mal das Ding drauf. Und... Ah! Bing! Okay, das funktioniert also nicht. Das ist zu schnell. Fumm! Weißt du, ich wollte niemandem schaden. Ich wollte nur leben. Was heißt denn jetzt? Ich wollte leben. Ich wollte leben. Was soll denn das jetzt heißen? Du wolltest leben. Hat geklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Was fänden Sie schlimmer, Buckle? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht Falle deaktiviert. Sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Okay. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und sein Geheimversteck. Okay. Okay. Ob ich das jetzt wieder reinstecken kann? Na, wo ist es denn? Da oben? Ne, kann man nicht mehr reinstecken. Ah, cool ist es schon. So ein bisschen Blitz hinterlassen. So, dann also jetzt wieder zurück, oder wie? Jo. Jetzt geht's wieder zurück. Naja. Ich hoffe mal, dass mich jetzt nicht hier großartig wieder irgendwas erwartet. Es kann ruhig alles so ruhig bleiben, wie es ist. Mhm. Ist hier hallo? Nee, ist ruhig. Okay. Manchmal kann es auch einfach nur zu ruhig sein. Da ist die Leiter. Nichts wie hoch jetzt hier. So. Da waren wir schon. Boah. Ich erschrecke aber auch immer wieder bei den Viechern. Es geht kaputt. Wo man sich eigentlich gut wie darauf vorbereiten kann, dass diese Mistkribbeln kommen. Schreck ich immer wieder. Boah. Da kriegt man nochmal einen richtigen Herzkasper hier. So, dann sind wir drauf gelatscht. Dieses Kribbelchen drauf gelatscht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geh sterben. So, kommst du jetzt aus dem dritten auch noch was? Nicht. Die haben sie die Dinger aber auch hingestellt hier zu Massen. Ach, mein Suchrobot ist wieder da. Hallo, mein kleiner Süßer. Wenn sie Waffen bauen, um noch mehr Gliedmaßen abzuhalten, will ich damit nichts zu tun haben. Dadurch wäre ich ein Komplex und so nahe stehen wir uns nicht. Das ist ein Kunde. Was haben wir? Ein Drehmanschettenmodul. Und Surobot, was hast du denn Schönes? Gut. In der Richtung hast du was. Gut, dann wollen wir schon wieder hochgehen. So, bekomme ich jetzt hier oben Besuch oder kriegen wir das jetzt ganz locker, flockig, ohne Probleme hin?
Tja, so wo das heißt, dort unten. Ja, ja, das lassen wir jetzt einfach mal hier ab. Danke. Ich lasse dich jetzt alleine hier. Erstmal in die 2. Ah ja. Textlog. Persönliches Log, LT Suat. Ich hasse Country Musik. Geht mir genauso mittlerweile. Ging mir eigentlich immer auf den Weg, aber besser als wenn hier war. Okay. Zu ernst, süßes Lächeln. Warum sind unsere nie näher gekommen? Tut mir leid, dass ich dich umgebracht habe. Okay. Arbeitswilliges Arschloch, der beste von uns. Ich wünsche, wir wären gute Freunde gewesen. Tja, das klingt irgendwie sehr leicht ironisch, weil da belappt die eigentlich nur. Da belappt die eigentlich nur und dann tut das so, als wären sie gute Freunde. Na ja, gut. Na. So. So, dann haben wir die Karte noch mit. Nochmal ordentlich aufgefüllt.